Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Wholesome Map in Wholesome Map Krimi. Ja, ist Krimi. Jetzt ist wirklich Krimi. Wir müssen nämlich auch zusehen, dass wir diesen Ingame-Tag noch nehmen. Und das Stroh von der Fläche haben und Ballen machen, ne? Oh Mann, du. Heiliges Blechle. Nächstes Mal muss ich jetzt hier auch noch ein bisschen Stroh hier auf dem Bogen. Vor allem brauchen wir jetzt erstmal ein Bild. Ein Bild hat immer Vorteile, ne? Vor allem, wenn du ein Bild machst, was nicht jeder gucken will. Ja, nee, ja. So, wie kommen wir jetzt so hoch? Weil wir brauchen ja hier auch Strom, ne? Auf welche Seite vom Boden haben wir denn als erstes geladen? Oh, okay, wir haben hier noch die alten Schiebballen, ne? Okay, dann muss das Strom erstmal hier so hin. Gar nicht mehr dran gedacht, dass die auch noch da sind. Aber die kann ich ja nicht verkaufen, ne? Ich habe immer noch... Oh, wir haben fast keine Kraftstoff mehr hier drin. Okay, fürs, das müsste es gar noch so reinnehmen. Hier abladen, ne? Dann fix eine Zapfe mit dem. Und so weiter sehen. Schickes. Was Pläne du. Und dann Chrono Ultima. Ja, habe ich auch gerade gesagt, dass sie zu gut. Die haben, glaube ich, nur Strom, ne? Ja, hatten wir eingestreut. So ein Cheat-Kram, du. Ich hab mal jetzt hier noch am Sehen. Aber mit Waldrack kaufen wir das Video jetzt mal nichts sehen. Ich hätte gerne den Walter gehabt, ne? Bin ganz ehrlich. Aber kein Geld. Bald ist ein Weg. Gucken, mein Fahren hat immer Vorteile. Sicher ist sie hier. Mann, Mann, Mann. Mitten im Wald war gleich. Nee, yes. Sicher ist sicher, ey. Das muss. Mann. Klappt hier gar nichts heute. Aber das kriegen wir auch noch hin. Davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Das Zeug hier ist mal da, ist so viel Stroh brauchen wir hier nicht. Das muss zum Kuhstall noch, aber da ist auch Platzmangel, ne? Wir haben echt Platzmangel. Müssen wir auch noch unsere Maschinen untergestellt kriegen. Und Weizen liegt auch noch unter der. Da wird ja wohl hoffentlich auch noch ein Schmoren toller gegen Weizen. Und gell? Ja, schön, ne? Das wäre echt schick gefunden. Wenn wir dann noch ein bisschen Geld raus regenerieren, das wird dies noch machen können, das noch machen können. Du müsst auch mal wieder ein paar Mutterkühe zum Hof holen. Dass da hinten das auch vernünftig läuft, ne? Damit wir ordentlich Kälber kriegen. Weil anders kann ich hier nicht Kälber regenerieren. Wie bei mir irgendwie nicht. Naja, kann es nicht alles haben liegen. Das hört sich. Ist so wie es ist. Ich habe ihm schon überlegt, einen Autoloader zu holen, ne? Aber nee. Nee. Nee, das wird eisern durchgezogen.
So wie sich das gehört. Das wird zwar noch ein bisschen dauern, bis das alles fertig ist. Na nee, gibt keine Autonot. Ja, noch wieso? Nehmen wir den einfachen Weg wieder, ne? Und mal den entspannten Weg wieder. Ja, entspannt ist jetzt zwar nicht immer mit den Beinen stapelt, sondern. So geht's ja. Richtig, richtig und wichtig. Aber ich werde ja jetzt gleich mit dem Woldemann rüber zur Fläche fahren. Und ich, das macht alles keinen Sinn. Mit Fergie der Bornstaub und das wird von hinten. Jetzt besser mit dem Woldemann. Die Bande nicht der gefährlichste, der Besitzer. Hoffentlich geht er gut. Shikram, Shikram, ne? Irgendwas ist ja immer. Und jetzt wird immer richtig gehoppelt, du hast gesehen. Wo hockst denn da? Zum Hof geheizt. Ein bisschen Kraftstoff in den Weidemann geschmissen. Ja, läuft bei euch. Weiß ich. Eine neue Technik und wir können sie nicht nutzen. Das fette Technik und kannst du nicht nutzen. Nicht schön. Die ganze Zeit hier mit dran, ey. Jetzt kommen die an die Zapfe dran, ne? Oder? Doch, Glück gehabt. Hier ist Stroh, da ist Stroh. Im Hof ist Stroh. Ja, ne? Getreideschrot ist noch ein bisschen da. Ja. Wir können auch da Stroh anstatten. Müssen wir im Winter so weit fahren, ne? Wir können ein paar Maschinen. War nicht so einfach, drei Höfe hier zu bewirtschaften, ne? Ist doch ein bisschen viel Arbeit. Holz haben wir auch noch rumfliegen. Muss auch noch wegholen. Bevor wir da drillen. Muss auch wieder Hackschnitzel machen. Also Arbeit geht uns nicht aus. Also das soll nicht das Problem sein. Das Güllefass habe ich mit reingenommen. Ne? Das große Güllefass müssen wir auch mal tauschen. Wenn wir den Waldtrenner nicht demnächst benutzen, dann kommen wir den 14 Kubikfass nicht klar. Da ist ein kleineres hinter. Das können wir gleich noch tauschen. Sonst haben wir da nämlich tierische Probleme, den Weg hochzukommen. Hier schlingern und dort schlingern. Nee, das ist nicht so schick gefallen.
deswegen. Tauschen das große Fass gegen ein kleineres. 10,5 Kubik. Sind dann 3,5 Kubik weniger, der Fässer auf das. Was willst du machen? Nix. Kannst du nichts machen. Das können wir nicht machen. Mindestens zwei Wochen. So viel Strom brauchen wir gar nicht. Wenn wir erzählen, oder wo wir so viel Strom brauchen wir nicht. Warte mal, stell das mal hier hin. Ich hab einen anderen Plan. So, nee, erst hier, ne? Garage. Garage. Dun. Wie ist das Ding? Ja, okay. Shop. Hier hin. Da sind sie. Wir kaufen das. Egal, was da drauf steht. Was ist da? Stange mit Messer? Ja, kaufen. Dann setzen wir das eben zurück, dann ist das nämlich direkt am Hof. Brauchen wir dann nicht hinterher rennen. Ich vergesse das nämlich immer. Zurücksetzen, ja, okay, danke. So, ich habe einen Plan. Das heißt aber, der Waldra geht in weite Ferne, ne? P. Das ist hier drunter, ne? Den müssen wir mieten. Ne, das machen wir mal automatisch. Mieten. Und einen Schlepper dafür brauchen wir. Ja. Können wir den einfach nehmen, oder? Komm, wir fahren eben mit dem. Nee, volle Pulle. Mieten, ja. Danke, danke, danke. Das haben wir. Du kannst da kurz stehen bleiben. Oh, jetzt hat er keine Automatik. Doch, hat Automatik. Oh, Shikram, wo hängst du den jetzt wieder an? Ich will das Ding auch anhängen. Das muss halt bestimmt wieder an der anderen Seite, wa? So, warte, machen wir nämlich ein paar Strohpellets. Dann müsste das ja auch laufen geladen, oder? Die können wir ja erstmal an der Seite schmeißen.
Warum nach Zollen die anderen durch den fahren? Da war es doch gerade. Halt, halt, Zollen, langsam. Alles klar. So, Abflug. Zu. Machen wir das Ding, ne? Und den auch wieder zum Main nehmen. Ja. Mit Schmerzen oder was? 270 PS und mit der Auge und kommt in den Quark. Okay, ja. Nicht schick. Das ist gar nicht gut. Dann fixieren wir das, ne? Das soll das nicht gehen. Das soll das nicht gehen. Das ist sowieso der Fixer. Hat zwar jetzt lange dauern, aber... Wir können die Strohpellets ja auch erst beiseite rollen. Wenn wir dann noch Stroh brauchen, können wir die Strohpellets ja auch in den Stall einstreuen. Dann muss man halt ja auch sehen. Klar, kostet halt wieder unnötig Kugel, aber ich bin der Meinung, wir haben genug Stroh am Hof liegen, überall. Deswegen noch ein paar Pellets. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, wie ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.